Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Create Arma 3. Mein Name ist Martin und wir legen natürlich weiter los. Wir prüfen nochmal ganz kurz die RS-Hubschrauber. Da wurde nämlich noch was angemerkt und zwar befindet sich das definitiv unter RS, das passt schon mal. Da, wir schauen aber trotzdem mal ganz kurz in die Mission. SQM rein. Das machen wir ganz kurz rein, das machen wir klein, das ist mir hier zu viel Rahmen. Also das kommt nicht durcheinander, das brauchen wir alles links auf der Seite nicht. Open with Atom. Wir starten jetzt mal, es zieht sich natürlich auf die falsche Seite, da haben wir es. Und wenn wir mal gucken, ganz kurz, was wir hier drin haben, sehen wir, dass wir definitiv nicht Cup verbaut haben. Also Cup ist nicht drin, abgesehen, wir haben nicht mal Cup verbaut, was die Gegenstände angeht, sondern wir haben eigentlich auch da Vanilla gearbeitet. Die können wir aber verbauen, weil die fliegen nicht raus. Es fliegen nur Units, Weapons und Vehicles raus und der Rest bleibt drin. Aber wir sehen, Cup hat sich nicht eingetragen, das heißt, wir nutzen es auch nicht. Ist schon mal sehr gut. Das hätten wir schon geklärt. Jetzt sind wir auf der Nummer sicheren Seite zumindest. So, aber irgendwas gefällt mir hier nicht. Das sehen die doch nicht. Wir müssen das doch auf jeden Fall so machen. Das ist mir das letzte Mal ganz entgangen, dass wir das ein bisschen so machen. Und so werde ich das tatsächlich auch wieder so machen, dass wir das so hinstellen. Ja, bei der Mission werden wir viel mehr auf Feinschliff achten. Das wird also auch wahrscheinlich, wie gesagt, ein längeres Let's Create geben. Ich mache ganz kurz die Gameaufnahme hier an. Das grenze ich mal ganz kurz ein, den Desktop, den brauchen wir heute nicht. Das verwirrt nur sonst die Taskleist-Kunden. Deswegen machen wir direkt weiter. So, jetzt müssen wir uns die Gedanken machen, was wir für ein Ziel haben. Und zwar haben wir gesagt, wir geben ja, wenn ich mich recht erinnere, haben wir gesagt, dass wir... Ja, wir haben gesagt, es gibt einen Schützenpanzer dazu. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall... Vom Gebiet her ist die Map natürlich ideal, weil... Sie ist natürlich sehr flach, ne? Also sie ist wirklich sehr flach, man kann hier wirklich viel rumfahren, ohne Probleme. Und man will ja auch... Also ich würde schon Ziele ein bisschen abseits tatsächlich nehmen, also ein bisschen, dass man fahren soll, finde ich schon wichtig. Und ich finde ganz gut eigentlich, die Lüge jetzt nicht, weil da sind wir ja die dort da, wo wir nicht hinwollen. Es soll ja ein flaches Gebiet sein. Nehmen wir mal die Stadt, die würde ich schon gerne einnehmen lassen. Und das Ganze würde ich verbinden mit einem Drogenlabor vielleicht, oder nicht mehr ein Drogen, ja, oder Sprengstofflabor. Sprengstofflabor sich zerstören. Das wird unser erstes Einsatzziel sein. Das heißt, da müssen unsere Truppen auf jeden Fall auch reingehen. Der Vorteil ist einfach daran, dass wir auch die Infanterie benutzen können. Ja, das heißt, in einem Dorf... Das ist jetzt für den Schützenpanzer tatsächlich gar nicht der perfekte Aufenthalt. Doch man könnte von hier kommen. Das passt schon, aber so hat die Infanterie auch noch was zu tun und man muss besser aufpassen. Ich finde schon, dass das deswegen ganz gut geeignet ist, weil ein Schützenpanzer kann natürlich der Infanterie vieles wegnehmen und damit auch viel den Spaß rauben. Deswegen muss man da immer schauen, dass man die perfekte Mitte findet und da einfach wirklich für alle Parteien glücklich gemacht wird, dass das passt. Ich möchte mich hier nochmal ganz kurz bedanken bei euch für das Feedback, was ich wieder mal erhalten habe, was ich sehr cool finde, weil es einfach enorm hilft. Es hilft enorm und ich bin froh, wenn die Leute es gucken, mich unterstützen damit, finde ich sehr, sehr cool und freue mich natürlich deswegen auch weiterzumachen tatsächlich und das wird natürlich auch weitergehen, da wollt euch keine Sorgen machen. Auch wenn es momentan bei YouTube, ich schaue gerade mal ganz kurz was, nee, das gefällt mir noch nicht, das sind so Feinschnitte, wie gesagt, da werdet ihr diesmal mehr leben müssen. Mit, auch wenn ich unter YouTube gar nicht so die Motivation habe, weil meine Abonnentenzahlen ziemlich stagnieren. Ich habe in den letzten 30 Tagen 10 Abonnenten dazu begonnen. Das ist der neue Tiefpunkt, bald sind wir einstellig. Ja, du machst es nur deswegen? Nein, mache ich nicht. Aber es ist natürlich trotzdem deprimierend, wenn du merkst, du steckst da sehr viel Arbeit rein und es kommt einfach gar nichts bei rum. Oder beziehungsweise nicht mal finanziell, sondern auch so von der Kommentare, die gehen trotzdem zurück. Alles geht so ein bisschen zurück und dann denkt man sich schon einen Moment lang, warum mache ich das eigentlich? Und es ist wirklich immer sehr viel Aufwand. Jetzt das Let's Create nicht, aber so verschiedene Themen. Ich mache es, weil ich es natürlich gerne mache. Das ist primär, weil ich mit euch zusammenarbeiten kann. Aber genau das ist mir eben wichtig, dass wir auch weiterhin zusammenarbeiten können. Und dazu brauche ich halt euer Feedback regelmäßig und auch vielleicht eine Unterstützung. Teilt die Videos, unterstützt mich damit. Es hilft mir wirklich enorm. So, aber genug gejammert. Wir legen weiter los. Ich würde gerne heute die Stadt schon mal beginnen. Warum? Weil wir die natürlich auch ein bisschen dekorieren wollen. Wir wollen da jetzt mal nichts sowas Larifari jetzt reinmachen. Und wir haben hier so schöne Gegenden, die können wir auch nutzen tatsächlich. Deswegen haben wir als erstes mal bei den Objekten Tent suchen, also Z. Gehen wir noch das Richtige ein. Was haltet ihr eigentlich übrigens von der, das würde mich mal interessieren, von der neuen Bundeswehrserie? Das würde mich persönlich interessieren, was ihr davon haltet. Da gibt es jetzt eine neue Bundeswehrserie. Und ob ihr sagt, oh, das ist ganz cool oder aber eigentlich, ach nee, ist nicht so meins, stehe ich nicht so drauf. Ich finde persönlich, sie ist sehr cool gelungen. Also sie ist wirklich sehr gut gemacht. Ich würde gerne was machen. Und zwar würde ich hier wie so einen kleinen Kommandostützpunkt machen. Das ist ja auch okay, wenn wir gegen... Nee, wir haben ja gesagt, wir kämpfen gegen Russen, ne? Warte mal, wir kämpfen gegen Russen. Ja, Mann.
Das ist doch ganz gut. Die Russen und so, wir hatten ja gesagt, ihr hattet ja gesagt, Mensch, lass uns doch hier einen Konflikt draus machen. Nachschubslager nennen wir das mal. Weil, ja, wir können ja so mit Ölvorräten und sowas machen. Das ist eine gute Idee. Deswegen würde ich als erstes hier trotzdem das gerne angehen. Das ist natürlich cool. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir mit Russen, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal Russen als Feinde jetzt. Das werden wir natürlich dann auch entsprechend tun. Ja. Ich hatte so die Wüstensättigung und war schon direkt wieder drin mit, ach komm, wir machen jetzt Takis nutzen, ja. Aber nee, wir nehmen Russen. Hätte ich ganz vergessen. Wenn es ein bisschen schräg ist, dann bin ich jetzt auch nicht so, aber wenn es mir auffällt, dann versuche ich es schon. Also hier muss nicht so, aber ich würde schon gerne das Ding hier umrahmen, bis auf einen Eingang. So, ich würde auch gerne die Barriere big lassen, einfach aus dem Grund, weil groß gut ist. Nein, weil, ja, man da nicht rübergucken kann so leicht. So, dann können wir das aber, glaube ich, so ein bisschen tricksen, oder geht das? Na, den müssen wir leglöchen, weil der schräg ist, das ist uncool. So. Ah, Mann. Okay, passt noch nicht. Das passt jetzt schon besser. Und ich glaube, wir machen es einzeln, weil ich sehe gerade, es wird sonst ziemlich schräg. Ist auch so nicht gerade, aber sonst wird es noch schräger. Ja. Also von daher, wie gesagt, ich freue mich immer auf Feedback, auch so bei der Arme News jetzt. Wir sind jetzt, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Das realisieren die meisten Leute gar nicht. Wir sind bei 91 Folgen Arme News. 91 Folgen. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Das ist eigentlich schon. Ich sollte eine Suchttherapie machen, was das angeht, was da für Stunden reingeflossen sind. Ich hätte wahrscheinlich schon in die YouTube-Zeit, hätte ich wahrscheinlich was gegen Krebs erfinden können. Das war makaber gesagt. Ihr wisst, wie ich es meine, ja. Und ich persönlich muss zugeben, ich mache es immer noch sau gerne. Also ich bin. Wobei ich zugeben muss, dass ich manchmal momentan, weiß nicht, ob es den einen oder anderen aufgefallen ist, die, die mit mir in WhatsApp schreiben, wahrscheinlich. Weil die kriegen sie mal als erstes mit, wenn irgendwas sein sollte. Nee, es gefällt mir nicht, wir machen das anders. Es muss ja nicht alles gerade sein. Ist einfach, was ich momentan so merke, ist, Arma. Bei Arma ist bei mir momentan so ein bisschen die Luft raus. Nein, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es wird auf keinen Fall ein Multigaming-Channel oder sowas. Oder Arma wird abgesetzt. Aber es kann tatsächlich sein, dass mal das ein oder andere Spiel kommt. Oder ich weiß noch nicht, ich habe auch zwei, drei andere Ideen, die ich aber jetzt noch nicht näher erläutern will. Was ich einfach voll Bock drauf habe, weil ich auch meinen Horizont, in Anführungsstrichen, was die Videobearbeitung angeht, noch erweitern will, noch weiterkommen will, noch ein bisschen was für mich lernen will, weil ich enorm gerne das Ganze lerne. Ja, von daher wird sich da auf jeden Fall auch was tun, bei mir auf dem Channel. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, das wird kein Nachteil für Arma sein. Wir werden Arma streamen, wir werden Arma weitermachen. Es wird feste Formate geben, es wird immer regelmäßige Videos geben. Es sind jetzt auch zwei Interviews geplant. Diese Woche Sonntag habe ich das nächste Interview schon wieder. Aber es kann halt auch mal passieren, dass ich wirklich sage, okay, es kommt vielleicht auch mal ein anderes Gameplay oder so. Ich weiß es nicht. Da muss ich zugeben, möchte ich mich eigentlich ganz herzlich. Das Gefühl. Na, doch, kann man nehmen. Ich meine, es muss ja nicht gerade sein. Es passt ja schon. Es ist ja improvisiert. Möchte ich mich eigentlich ganz herzlich in diesem Moment nochmal bei Fabi bedanken. Ja, bei dir, Fabi. Mister, ich kann nicht skripten. Also, dass du zu mir sagst, ja, möchte ich mich trotzdem bei dir ganz herzlich bedanken. Einfach aus dem Grund, weil du hast was gesagt, was stimmt. Und zwar hast du gesagt, was ich sehr cool fand. Ey Martin, wenn du ein anderes Video machen willst, mach es doch und mach es doch auf dem Channel und arbeite nicht mit zwei Channel. Es stimmt schon, weil im Endeffekt, entweder man klickt es an oder man klickt es nicht an. Ja? Selbst wenn ich eine Let's Play-Reihe machen würde, irgendwann 21 Uhr starten würde, als Beispiel für ein Spiel, entweder man klickt es an oder man klickt es nicht an. Das ist jetzt übrigens nicht das feste Punkt, dass es stattfinden wird, so. Keine Sorge, also ich werde kein Let's Play-Channel, das werde ich nie werden, ein reiner Let's Play-Channel. Aber ich möchte einfach mal Gameplays machen, ich streame sau gerne. Einfach so ein bisschen was machen. Oder auch andere Thematiken wie Arma, weißt du? Der Punkt da, wie gesagt, Fabi hat so vollkommen recht. Und seitdem du das geschrieben hast, das ist mittlerweile schon Monate her, denke ich immer wieder drüber nach. Aber ich mache es nicht, weil ich immer denke, oh, was ist, wenn es halt scheiße ankommt? Was ist, wenn es scheiße ankommt? Das ist halt dann auch blöd und oh. Und da ist man dann immer ganz schnell auch drin, dass man sagt, ach, verdammt, machen wir das jetzt wirklich oder sagen wir einfach, ach, komm, scheiß drauf. Du machst es nicht, weil es geht vielleicht nach hinten los oder dann ist es blöd, ist auch Kacke. Das ist immer ein Punkt, das ist gar nicht so einfach, wenn man YouTube-Videos macht, wie man es eigentlich dann treffen will. Warte mal. Das habe ich scheiße gebaut. Das kommt noch hin. Übrigens, die Vorlagen nutzen, das ist okay. Die sind ganz cool. Wenn man die noch ein bisschen abarbeitet, finde ich die gar nicht schlecht. Ja. Sieht gut aus. Ich habe momentan zum Beispiel, habe ich für mich entdeckt, Star Wars The Old Republic. Sagt euch das was? MMORPG. Was für ein Scheiß.
Ja, wenn man nicht drauf steht, ja. Aber ich muss sogar eingeben, ich finde es persönlich sehr, sehr cool geworden. Also ich finde Star Wars The Old Republic, das ist Free-to-Play auch. Also wer sagen, wer will dafür nichts ausgeben, der kann spielen. Wenn du alle Funktionen haben willst, musst du bezahlen, ja. Aber rein die Story und mal reingucken, finde ich schon, dass sich das Spiel mal lohnt und es macht auch Spaß. Das habe ich momentan für mich komplett entdeckt. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach im Star Wars Hype bin, weil jetzt das neue Star Wars kommt oder so. So, jetzt müssen wir hier natürlich auch opfern. Die müssen wir natürlich dann ändern. Das können wir noch ein bisschen anpassen. Das finde ich wiederum gar nicht schlecht, dass wir die lassen. Die würden wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr reinmachen. Ich muss mal schauen, dass wir das lösen. Ja, wir werden das wieder... Ja, ich weiß schon, wie wir das lösen. Alles gut. Ich habe schon eine Idee. Und zwar muss ich ja von allen die Simulation verbieten. Was bedeutet das? Man kann es nicht zerstören. Was bedeutet das wiederum? Ja, es frisst Performance, wenn es auf der Karte ist, wenn du keine Simulation hast. Ja, das zum einen. Aber zum anderen auch, ja, bleibt halt stehen, wenn man da irgendwas Explosives haben will oder so. Daher werden wir auf jeden Fall mit Skriptbefehlen arbeiten und ein kleines Skript schreiben. Beziehungsweise wir werden das Skript von BA ein bisschen anpassen. Danke BA schon mal. Ja, also werden das wieder anpassen auf unsere Bedürfnisse. Auch wenn es Work in Progress ist, wenn der BA nichts dagegen hat, dass ich das nutze für das Let's Create. Auch wenn das Skript nicht final ist. Aber für unsere Zwecke reicht es tatsächlich. Für das, was wir haben wollen. Aber irgendwie gefällt mir. Passt das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ist das too much? Also so können wir eigentlich machen, so ein bisschen hier noch. Das passt. Und dann würde ich gerne hier noch... ja, Wasser. Das ist okay. Water Barrels muss ja auch drin sein. So ein Lager braucht ja auch Wasser. Ja, wir müssen das aneinander stellen. Das passt. Jetzt sind wir aber viel beschäftigt mit den Dingern. Heute werden wir wahrscheinlich wieder nur eine Folge das machen. Ich sehe schon, wieder bei fucking 12 Minuten. Das geht ganz schnell irgendwie. Und das wird wahrscheinlich immer... Das ist ein Jaybird. Was habe ich denn da? Ist das hier? Was ist denn Jaybird für eine Mod? Was habe ich denn da geladen? Ah, ich habe gerade keine Ahnung. Was ist das denn? Oh, ein Haus? Nein. Ich habe keine Ahnung, von was der Mod ist. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht. Aber wir können auf jeden Fall in die Cup-Sachen trotzdem reingehen, weil die können wir verwenden trotzdem. Und die Ture. Da haben wir sie. Ja, wir machen ein Sonnending noch rein. Obwohl, ist ja auch Quatsch, weil da sind ja eigentlich nicht Sachen drin, die wir jetzt brauchen. Gibt es irgendwas mit Öl? Ja, man. Nee, hier drin ist ein bisschen blöd. Nee, das ist blöd. Nee, das ist doof. Das können wir nicht nutzen. Ich hatte kurz eine Idee, aber ich glaube, die ist kacke. Habe ich schon schnell gemerkt. Also haben wir gesagt, nein, lassen wir lieber sein. So. Wir müssen die Sachen dann noch alle beschriften. Das wird eine richtig spannende Folge, Leute. Das sage ich euch. Das wird eine Folge sein, nur beschriften. Wir werden das nach und nach machen wahrscheinlich. Und wir fangen damit jetzt an. Das macht ja eigentlich schon Sinn. Da ist jetzt nichts groß. Da werde ich auch nicht zoomen oder so, weil das ist eigentlich nur mal das eine. Ich drücke kurz schnell. O1 nennen wir das. Das ist Objekt 1. Das ist Objekt 2. Das ist Objekt 3. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter, weil wir das mit einmal machen müssen. Objekt 4. Was habe ich denn Objekt 3 genannt? Hä? O2, O3, O4, O1. Wo ist denn das O1? Ah, das ist O1, okay. O5, das passt. O6, das ist sehr, sehr langweilig, Leute, aber das muss leider sein, wenn man das richtig machen will. Da kann auch Missionsbau dann immer mal lange dauern, wenn man das sowas macht. Das Ding machen wir jetzt aber noch fertig, was wir jetzt hier haben schon. Hatten wir schon. O9. Und das habe ich natürlich nicht gedacht, weil ich sowas mache, ne? Aber wir sind ja ein Fuchs, wir kopieren das jetzt einfach. Nehmen wir einfach die Ziffer weg, das geht dann natürlich viel schneller. Immer noch dauert es viel zu lange, aber das passt. O14, O15, O16, O17. Und so geht das die ganze Zeit weiter, weil das so schön ist. O19, 20, das heißt, das kopieren wir auch. Wir da auch nur die letzte Ziffer wegmachen müssen. Oh, 223 ist falsch. Wenn man zu schnell ist, natürlich auch kacke. Ihr seht, man findet irgendwann seine Optimierung. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die ihr in deines Missionsbau doch schneller erlauben oder machen. Ich meine, wahrscheinlich wird das kaum jemand machen, aber irgendwie fand ich die Idee ganz gut. Das mache ich eigentlich immer so. Aber ich bin auch Noob, das wisst ihr, ne? 27, dann kommt die 28. 8 ist schon drin. Das heißt, wir haben jetzt hier die O29.
Oh, 30. 31. Na, das können wir auch nochmal probieren. 32. 33. Sag ich 32, passt das? Nee, das passt. 34. 35. Wichtig, dass wir keine Zahl auslösen, sonst funktioniert der Befehl am Ende nicht, den wir nutzen werden. Also jetzt noch nicht, noch ganz schön weit weg, das werden wir da am Ende machen. Also was heißt irgendwann mal. Am Ende ist auch Quatsch. Ich würde sagen, es lassen wir tatsächlich so als kleines Lager, reicht das aus? Was machen wir als erstes erstmal, wenn wir sowas machen? Richtig. Die Simulation verbieten, denn das müssen wir machen. Das passt schon mal ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Oh, mein Screenshot, da habe ich gleich einen Screenshot für Thumbnail, guck mal. Bin ich jetzt ganz dreist. Ihr hört gar nichts und seht gar nichts. So, das passt. Da seht ihr, das sind immer so Kleinigkeiten. Die ragen zwar in das Ding rein, aber das kann man nehmen. Das kann dann so sein, dass es hinten befestigt ist. Ich würde schon gerne ein bisschen näher ran machen, sonst ist da hinten zu viel Platz. Warte mal, passt das? Also ein bisschen muss schon separat. Auch wenn das, also, ja, man kriegt ja im Militär sicher auch beigebracht, dass alles sehr, sehr schön aussieht und ein bisschen aneinandergereiht ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das so machen. So, dann würde ich gerne ein Helipad dort mit reinmachen. Ne, das Invisible ist ein bisschen blöd. So, das tun wir dann hier rein, in die Richtung. Oder machen wir das außen hin? Oder machen wir das überhaupt? Ne, machen wir gar nicht rein, weil der Boden viel zu uneben dafür ist. Nehmen wir nicht. Speichern erstmal. Ein bisschen ran. Lass uns auch noch ein bisschen ranschieben. So, dann brauchen wir von RHS, nehmen wir mal direkt RHS rein. Da brauchen wir RHS. Da haben wir sie, die russischen, Serbien, nee. Russian Federation, das ist gut. Und da haben wir auch irgendwo ganz viele Panzer, die haben wir auch, ja. Die suche ich aber gerade tatsächlich nicht. Ich kann einfach mal so eingeben. Ist irgendwas so eine Dame ist voll. Das sieht doch ganz gut aus. So, warte mal. Da müssen wir die Toiletten auf jeden Fall ein bisschen wegräumen. Das ist das geringste Problem. Aber weißt du, was wir machen? Mir so ein bisschen neben die Zelte. Das passt doch ganz gut rein, oder? Wenn man schnell auf Toilette gehen muss, dann ist das ja auch wichtig, dass man neben den Zelten dann geht. Das ist ganz gut. Also, dass das direkt da dran mündet. Das passt. Jetzt können wir nämlich den VKW direkt dahinter stellen. Daneben dran. Da wir gesagt haben, wir arbeiten hier viel mit Öl jetzt, machen wir auch mal vor allen Dingen ein paar LKWs mehr von denen. Wenn natürlich auch ein bisschen was anderes noch reinmachen. So, das ist der falsche. Ganz, da haben wir nicht. VDV, wo ist denn der VDV? Haben wir den VDV überhaupt? Haben die gerade VDV genommen? Ja, VDV. Da haben wir ihn. So, beschriften wir die dann auch noch. Munitions-LKW nehmen wir auch noch mit rein. Das ist ganz gut, soll ja Nachschub sein. Dann haben wir nur zwei. Dann haben wir drei. Alle guten Dinge sind drei. Und wichtig ist natürlich auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, in Gedenken an Grand Fire das, finde ich es wichtig, dass wir auf jeden Fall, und das finde ich wirklich, da sollten wir ihn ehren, ja, der macht so gute Mitschnitte von Armor, eine Dose irgendwo draufstellen, ja, damit da drauf. Die hat jemand vergessen. Das passt, die steht dann hier drauf. Mal sehen, ob sie jemand sieht in der Mission. Nehmen wir die Simulation auch raus und die nennen wir, warte mal, was war das jetzt? U36? U36, passt. Ich sag mal, so schlecht bin ich gar nicht im Lernen. Das ist doch ganz gut. Und ich sehe auch schon, wir sind bei 19 Minuten angekommen, meine Damen und Herren. Und deswegen werden wir die Folge hier auch beenden. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Let's Create Arma 3. Morgen kommt der letzte Themenabend von Arma, der wird dann veröffentlicht. Ist noch ein Stream-Rückblick. Ansonsten sollte es nächste Woche wieder mit Videos eigentlich weitergehen. Bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald. Euer Martin. Tschüss.